Counterspace von Angelo und von Tashi. Das Konzept oder sagen wir das Setting von dem Projekt ist, dass wir vor Ort gehen, an einen Ort und dort recherchieren, registrieren, aufnehmen, mal ohne zu wissen, was vorher passiert, schauen, was wir vor Ort finden. Wir sind in diesem Gebäude drin, haben wir gearbeitet und haben relativ rasch gemerkt, dass das Gebäude viel mit der ganzen Anlage hier zu tun hat, mit dem Park. Und zwar ist es 1965 gebaut worden. Und es waren vorher Nebengebäude von einer Villa, die hier auf diesem Platz stand. Man hat also angefangen, den Park überbauen. Und eigentlich haben die Besitzer gerne den Langzeitpark weiter überbaut. Die Villa, aber, die mal hier gestanden ist, ist 19, also in den 60er Jahren auf eine Liste für Denkmalschutz. Dann haben die Besitzer gefunden, okay, solange sie noch nicht geschützt ist, wir reissen sie ab und haben das bei einer Nacht- und Nebelaktion gemacht. Also ziemlich brutal haben sie die eigentlich zerstört. Man sagt heute, es sei hier immer noch der Keller drunter von dieser Villa. Uns hat die Geschichte auch interessiert. Wir sind ja ins Archiv, das findet ihr auch in der Ausstellung in Ordnerinnen. Also was wir haben gefunden. Wir haben dann eigentlich beschlossen, es ist noch ein anderer Teil von der Geschichte, es geht noch weiter. Die Besitzer haben auch hier weiterbauen, die Stadt hat glaube ich, ziemlich alles verhindert von denen. Also von denen ist der Park hier und die ganze Anlage eigentlich wie eingefroren gewesen. Es ist nicht mehr gegangen. 1990 hat die Stadt dann 20 Millionen hergelegt und den Park, also der Teil, abgekauft. Der Besitzer und die Besitzer haben aber ein Moratorium verfügt, über 40 Jahre. Die nicht gebaut werden darf. Das Moratorium das läuft 2030 aus. Es sind also noch 17 Jahre. Und wir haben gefunden, dass unsere ganzen Daten, die wir über die Geschichte gesammelt haben, sind hier auf einem Stick, 9,5 GB. Die kommen jetzt in eine Kapsel rein. Es hat hier noch ein paar Presseberichte jetzt von der Ausstellung drin und ein Beschrieb. Und wir werden das jetzt hier alles vergraben. Mal probieren. Ja, du hast. Ja. Ah, das macht Spaß. Super. Das Baubereich
Super! Ich kann abnehmen, Sona. Soll ich mal machen? Ja. Ja,
Die haben die Straße überhaupt arbeiten. Ja, ich habe so die Vertrauen, ist doch schon zu erwähnt schon hier. Ja, 9,5 Giga Daten.
Bern, ne? Kannst du ab in die Ausstellung? Kannst du noch mal überprüfen? Ja. Die anderen Daten. Das, ich mache von hier Bilder. Ja, die Kamera. Von hier, guck, hier, hier, das sieht schön aus. So. Wenn hier gebaut wird, kommt es wahrscheinlich raus. Ja! Dann will ich noch warten.